Nach 2018 waren Europa Terra Nostra und Deutsche Stimme auch diesmal wieder auf der Leipziger Buchmesse mit einem eigenen Stand vertreten. Es gab viele gute Gespräche und hunderte von Zeitungen und Infomaterial konnten unter das lesebegeisterte Publikum gestreut werden. Trotz Protesten im Vorfeld konnten ETN und DS weitestgehend ungestört agieren. Auch von einem Verkaufsboykott seitens Messemitarbeitern ließ sich Jens Püse, der stellvertretende Vorsitzende der ETN-Stiftung, nicht beeindrucken. Die beiden jüngsten Bucherscheinungen der ETN wurden kurzerhand an Interessenten verschenkt. Viele davon revanchierten sich mit einer ordentlichen Spende. Der Videoblogger Frank Krämer signierte sein neues Buch Werde unsterblich gleich am Messestand. ETN und DS-Autor Sascha Rossmüller tat es ihm gleich mit der geopolitischen Zeitenwende. Neu war in diesem Jahr, dass von ETN und DS erstmalig zwei Veranstaltungen auf dem Messegelände im Kongresszentrum durchgeführt werden konnten. In dem völlig überfüllten Tagungsraum diskutierte zunächst der sich als Nationalist bekennende Frank Krämer, Mitbegründer der Rechtsrockband Stahlgewitter, mit dem in Köln lebenden Migranten afrikanischer Herkunft, dem Entertainer Nana Domena, unter dem Motto Multikulti trifft Nationalismus. Aber ich bin trotzdem zu ihm hin, weil ich dachte, Mensch, wenn einer höflich fragt, der hat ja da nicht rumgepöbelt, dann hat er ein Recht, eine vernünftige Antwort zu bekommen. Ne? So, und da bin ich zu ihm hin und ja, dann kam halt eben die Fragen, ja, müssen alle Ausländer raus, er hat hier eine Firma, zahlt Steuern und das, was da passiert ist, lehnt er eben auch total ab. So habe ich ihm gesagt, erstmal pass mal auf, ich halte dich jetzt erstmal nicht für repräsentativ für die ganzen Migranten, die hier sind, ja, du machst halt eben einen sehr integrierten Eindruck. Und ich denke aber auch nicht, dass alle Ausländer raus müssen. Das ist erstmal total utopisch, ist auch gar nicht notwendig. Ich habe aber gesagt, dass der Anteil von Ausländern einen gewissen Grad nicht überschreiten darf, nämlich dann, wenn die Einheimischen verdrängt werden oder halt eben auch im Aussehen und Charakter verändert werden. Ja, also ein homogen Nationalstaat, das ist das, was ich halt bevorzuge. Ich möchte natürlich hier in diesem wunderbaren Land, wo alles gegeben ist, wo es zum Glück noch keine so viele Schießereien gibt, was immer mehr und mehr wird, ja, möchte ich weiter selber leben wollen, auch vielleicht meine Familie im besten Fall langfristig, mittelfristig auch hier aufziehen. Aber es ist halt so, ich passe mich hier natürlich an, ja, gerade auch als, weil viele sagen, ja, du bist deutsch. Natürlich bin ich nicht deutsch. Ich spreche die Sprache deutsch, ja, und habe auch viele deutsche Wurzeln in mir, weil ich mich hier anpasse, aber ich kann nie deutsch werden, wie der Frank das gesagt hat. Man muss sich hier anpassen, man muss schauen, dass man sich an Richtlinien hält. Und ich versuche als Paradebeispiel, klingt doof, oder als Glanz-Multikulti-Mann, ist auch schwer. Ich würde mich aber freuen, wenn die Politik, das, was jetzt hier passiert ist, ja, im zu großen Ausmaß so viel reinlassen, dann muss man aber umso mehr sich dann um die Menschen kümmern, dass die einfach lernen, wie man sich hier anpassen muss, ja, dass man von morgens bis abends arbeiten gehen muss, dass man Steuern zahlen muss, dass man nicht nur auf der faulen Haut liegen kann und für jedes Kind Kindergeld bekommt halt, ja, das ist was glaube ich eine Mordsarbeit ist, ja, und um deine Frage zu beantworten, da ist für mich ein großer Fehler, dass man den halt einfach leicht macht, ja, dass man mit Nichtarbeiten noch ein besseres Leben haben kann, ja, und dann entsteht vielleicht Hass, dann entsteht Neid, dann entsteht Frust und dann bin ich auf einmal im gleichen Topf, ja, wie Menschen, ja, die nicht arbeiten, obwohl ich wirklich 18 Stunden, 19 Stunden, der Frank weiß das, ich arbeite so hart, dass wenn ich im Zug 5 Minuten sitze, penne ich sofort ein, ja, weil ich immer übermüdet bin wegen Arbeiten. Oder auch, warum Nana für mich kein Deutscher werden kann, ja, er hat nämlich keine deutsche Abstammung. Das ist genauso, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Japanischkurs und würde mich dann als Japaner bezeichnen. Ja, nimmt mir ja auch keiner ab. So, das ist aber nichts Negatives, das ist einfach nur ein Fakt. Ja. Das ist genauso ein Kreis oder ein Dreieck. Was ist besser? Ja, kann man gar nicht sagen. Aber es sind beides geometrische Formen. Und genauso sehe ich das auch in, was unsere Welt betrifft. Ja, es gibt Völker, es gibt Rassen, es gibt Geschlechter. Und das ist auch gut so. Man erzählt uns, das wird alles gar nicht existieren. Das sind soziale Konstrukte. Also wenn ich behaupten würde, ich bin eine 2 Meter große Japanerin, dann würde man da sagen, ja Mensch, toll, wenn du dich so fühlst, ja, finde ich super, komm aus dir raus. Ja. Aber in Wahrheit bräuchte ich dann wahrscheinlich erstmal professionelle Hilfe. Ja. Im Anschluss stellte Sascha Rossmüller sein zweites, bei ETN erschienenes Buch Geopolitik
geopolitische Zeitenwende, Multipolarität statt Imperialismus vor. Und mein Impetus in diesem neuen Buch ist natürlich die Weltordnung durch Kulturkreise anstelle der Weltunordnung durch kapitalistische Zirkel. Und da begann ich mich dann doch für diesen eurasischen Gedanken zu interessieren. Und vor allem, weil ich mich ja als Nationalist, auch als Europäer sehe, jedoch nicht in dem Sinne der europhoben Einwanderungsunion EU mit ihrer tiefen Integration, sondern ich sehe das auf Souveränität und Selbstbestimmung basierende Kooperation in flacher Integrität und sehe vielmehr die Gefahr, dass wir heute derzeit in dieser EU eben beispielsweise Großbritannien transatlantisch an die USA verlieren und wir Russland an Asien verlieren. Und ich als europäischer Nationalist hier die Parole vertrete, das ganze Europa soll es sein. Im Grunde muss die politische Rechte die Friedensbewegung kapern. Wir müssen im Grunde feststellen, Nationalismus ist Frieden. Und diese Parole wird mit Sicherheit von vielen Gehirngewaschenen anfangs überhaupt nicht verstanden werden, aber dadurch sicherlich aber auch wahrgenommen werden, weil sie Aufmerksamkeit erregt. Und dann können wir in diese geopolitische Debatte einsteigen und dann können wir natürlich sagen, dass wir diesen Ausgleich und dieses regionale Denken, globale Regionalmächte auf Augenhöhe und Schluss mit diesem kriegstreiberischen US-Imperialismus. Dann noch im Vorfeld der Buchmesse die Initiative Verlage gegen Rechts gegen die Anwesenheit rechter Verlage auf der Buchmesse protestiert hatte, ließ es sich DS-Chefredakteur Peter Schreiber nicht nehmen, am letzten Tag der Buchmesse den Gegner direkt aufzusuchen. Seine Frage nach dem Sinn der Anti-Rechts-Initiative endete allerdings ziemlich vorhersehbar. Ist es denn tatsächlich ein erstrebenswertes Ziel zu sagen, bestimmte Meinungen haben auf so einer Buchmesse überhaupt gar keinen Platz? Das wollen Sie ja wohl damit erreichen, mit Verlage gegen Rechts. Da haben Sie doch eben formuliert, oder was ist dann am Ende tatsächlich das Ziel Ihrer Aktion? Wollen Sie wirklich nur eine Auseinandersetzung? Dann müssten Sie jetzt zum Beispiel diese eben vorgeschlagene Konfrontation oder in den Raum gestellte Konfrontation, argumentative Konfrontation mit Herrn Kubitschek oder auch mit anderen Vertretern der politischen Rechten müssten Sie ja dankbar aufgreifen. Oder wollen Sie sie wirklich so nach dem Motto kein Regalmeter für rechte Positionen tatsächlich komplett verhindern? Bei Verlage gegen Rechts, also weil Sie das ja eigentlich Sie am meisten interessiert hat. Ja genau, also unsere Position ist schon, Meinungsfreiheit ist ein total hohes Gut und dafür setzen wir uns ein. Wir nutzen die Meinungsfreiheit ja auch, um uns irgendwie immer wieder Kritik zu äußern, uns zu positionieren, zu Diskussionsveranstaltungen einzuladen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich auch in Toleranz und in Akzeptanz irgendwie geschult habe und trotzdem bin ich einfach der absoluten Überzeugung, Faschismus ist halt keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Und so alt dieser Slogan ist, so wahr bleibt er an der Stelle einfach.